Morgen. In diesem Video geht es um den großen Einfluss, den Licht auf unser Befinden und unsere Schlafgewohnheiten hat. Ich zeige euch, wie ihr es bewusst an eure Bedürfnisse anpassen könnt, um euch auch in der dunklen Jahreszeit produktiv, glücklich und gesund zu fühlen und nicht so durchzuhängen wie ich gerade. Entschuldigt. Kein Wunder, wenn man so geweckt wird, oder? Furchtbar, so unsanft aus dem Schlaf gerissen zu werden. Und danach wird's nicht besser. Wenn es morgens noch dunkel ist, kann ich mich einfach nicht aufraffen und brauche ehrlich gesagt ewig, um überhaupt aus dem Bett zu kommen. Klar, irgendwann schaffe ich es zwar, aber aufstehen und wach werden sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Es gibt auch keinen Grund, sich für seine Schläfrigkeit zu schämen, denn bei Dunkelheit müde zu sein, das ist Teil unserer Natur. Licht beeinflusst nämlich nicht nur unsere Stimmung, sondern steuert auch unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. Das liegt an dem Botenstoff Melatonin. Entschuldigt mich. Meine Bestellung ist angekommen, der Lichtwecker. Wie genau der funktioniert, weiß ich auch noch nicht so genau. Ich glaube, den probiere ich morgen früh für euch aus und dann treffen wir uns einfach hier wieder. Abgemacht? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Tim und so hat mein Tag heute begonnen. Morgensonne und Vogelgezwitscher. Schöner und natürlicher kann man doch eigentlich gar nicht geweckt werden. Dadurch, dass der Lichtwecker eine halbe Stunde vor der eingestellten Weckzeit langsam heller wird, hatte ich das Gefühl, dass in meinem Schlafzimmer die Sonne aufgeht. Der Körper wird stimuliert und auf die nahende Wachphase vorbereitet. Was ihr allerdings bedenken solltet, seid ihr erstmal darauf konditioniert, bei Tageslicht und Vogelgezwitscher aufzustehen, könnte das dazu führen, dass ihr im Frühling und Sommer entsprechend früher wach werdet. Da geht die Sonne möglicherweise vor eurer Weckzeit auf und die echten Vögel sind schon vor eurem Lichtwecker aktiv. Mein müdes Vergangenheits-Ich hatte euch ja gestern schon erklärt, dass Licht einen großen Einfluss auf unseren Schlaf-Wach-Rhythmus hat. Das liegt daran, dass unser Körper in der Dämmerung und bei Dunkelheit das Hormon Melatonin ausschüttet. Seine Aufgabe ist es, uns schläfrig zu machen. Helles Licht hingegen bewirkt, dass Melatonin abgebaut wird und wir fühlen uns wach und energiegeladen. Da es im Herbst und im Winter weniger Tageslicht gibt, wird mehr Melatonin produziert und wir fühlen uns fast durchgängig so, als wäre es eigentlich Zeit fürs Bett. Gerade in der kalten Jahreszeit sollten wir daher versuchen, so viel Zeit wie möglich draußen zu verbringen und, sobald es sich zeigt, Sonnenlicht zu tanken. Ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als auf künstliche Lichtquellen zurückzugreifen. Dabei kommt es aber nicht nur darauf an, wann wir das Licht einschalten, sondern auch welches. Hey Google, schalte das Licht auf Morgenlicht. Gleich morgens hilft uns ein kaltweißes Licht beim Wachwerden, also ziemlich intensives Licht mit hohem Blauanteil. Über den Vormittag hinweg können wir uns damit am besten konzentrieren und sind besonders produktiv. Die Bezeichnung kaltweiß sagt ja aber schon, dass dieses Licht ziemlich kühl wirkt. Wem das zu ungemütlich ist, kann die Kühlheit durch kleinere, wärmere Lichtquellen ausgleichen. Im Idealfall habt ihr eine kaltweiße Deckenbeleuchtung, da das Licht so auch den unteren Bereich des Auges erreicht und damit der Sonne ähnelt. Und vereinzelte, warme Beleuchtungselemente auf Augenhöhe oder darunter, die die Raumatmosphäre dann wohnlicher machen. Das können zum Beispiel Tischleuchten, Stehlampen oder auch Lichterketten sein. Wenn ihr am Schreibtisch arbeitet, achtet darauf, dass die gesamte Arbeitsfläche ausgeleuchtet ist. Habt ihr eine Schreibtischlampe, solltet ihr sie so platzieren, dass das Licht von der Seite kommt, die entgegengesetzt zu eurer starken Hand liegt. Bei mir ist das rechts, um störende Schatten zu vermeiden. Okay, Google, schalte das Mittagslicht im Wohnzimmer ein. Ab mittags können wir auf eine neutrale Beleuchtung umstellen, also Licht, das weder warm noch kalt ist. Dadurch weiß der Körper, es ist noch Tag, aber die Morgenstunden sind schon vorbei. Zeit für eine kleine Pause und zum Beispiel fürs Mittagessen oder einen kleinen Snack. Gegen Abend sollte das Licht nach und nach immer wärmer und gemütlicher werden. Wenn ihr noch arbeiten müsst, könnt ihr das natürlich länger hinauszögern. Aber gebt eurem Körper unbedingt genug Zeit, sich durch die abnehmende Intensität der Beleuchtung auf die nächste Schlafphase vorzubereiten. Ein direkter Wechsel von einem grellen Bildschirm zu kompletter Dunkelheit im Schlafzimmer ist zu abrupt und spiegelt keinen natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus wider. Deshalb solltet ihr nach Möglichkeit auch nicht das hier tun. Das künstliche Licht vom Computer, Fernseher oder auch Smartphone hat nämlich einen hohen Blauanteil. Es macht uns also gerade dann wach, wenn wir eigentlich so langsam müde werden wollen. Wer im Bett nicht auf das Handy oder einen E-Book-Reader verzichten möchte, braucht sich aber keine Sorgen zu machen. Denn bei den meisten Geräten kann heutzutage in den Einstellungen ein Blaulichtfilter aktiviert werden.
Das könnt ihr entweder jedes Mal manuell machen, einen benutzerdefinierten Zeitplan anlegen oder die Funktion über GPS mit dem Sonnenuntergang synchronisieren. Hat euer Smartphone keine Blaufilterfunktion, gibt es viele Apps, die ihr nutzen könnt. Eine weitere Möglichkeit sind Displayfolien mit Blaulichtfilter. Diese klebt ihr einfach auf das Display und sie reduzieren ebenfalls den blauen Teil des Bildschirmlichts. Zusätzlich schützen sie den Bildschirm vor Kratzern. Blaues Licht steigert die Konzentrationsfähigkeit, es wirkt entspannt, aber auch kühl. Gelbes Licht wiederum ist mit Kreativität verbunden. Es macht uns glücklich, weil es warm und freundlich wirkt. Grün ist ähnlich wie Blau eine entspannende Lichtfarbe, die wir außerdem mit der Natur assoziieren. Es kann daher gut in Räumen genutzt werden, in denen wir zur Ruhe kommen und in denen sich zum Beispiel viele Pflanzen befinden. Rotes Licht ist natürlich mit Dynamik und Leidenschaft verbunden, kann aber auch Alarmbereitschaft oder Nervosität hervorrufen. Je mehr Orange im Licht enthalten ist, desto freundlicher nehmen wir es wahr. Es macht uns kommunikativer und kann sogar unseren Appetit anregen. Bei welchem Licht fühlt ihr euch am wohlsten? Schreibt es doch mal bei uns in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr Videos zum Thema bewusst leben sehen möchtet, abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. So, der Tag geht zu Ende. Draußen wird es so langsam dunkel. Und vor ein paar Tagen noch, da hätte ich jetzt richtig schlechte Laune bekommen, denn Einschlafen lief bei mir so ab. Mein neuer Lichtwecker kann mir aber nicht nur beim Aufwachen helfen, sondern auch für ein entspannteres Einschlafen sorgen. Gute Nacht.